Höhen und Tiefen. Die konnte man am vergangenen Wochenende im Sportpark in Plauen erleben. Für die Höhen war das bereits weithin sichtbare Bungee-Jumping verantwortlich. Und hier herrschte selten Flaute, denn es gab genügend Mutige, die den Sprung aus 65 Meter Höhe wagten. Die tiefen Töne hingegen, die kamen vom K-Hi-Fi-Spezialisten in Plauen, Hi-Fi Böhm. Er veranstaltete seine K-Audio-Show ebenfalls auf diesem Gelände. Dies ist bereits die dritte Automotorsportshow gewesen. Woher stammte aber eigentlich die Idee zu solch einer Veranstaltung? Die erste Automotorsportshow ist bei uns also gleich im ersten Jahr geboren worden, diese Idee. Einzig und allein daraus resultierend, dass die Sponsoren, die im Sportpark Plauen vertreten sind, eine Möglichkeit bekommen haben, sich hier bei uns zu präsentieren. Wir das als Dankeschön auch für die Werbepartner sehen, dass sie sich hier bei uns zeigen können mit ihrer Modellpalette. Wir das eigentlich auch finden, dass es eine sehr, sehr schöne Angelegenheit ist für die Werbepartner, hier ihre Fahrzeuge zeigen zu können. Alles, was um das Thema Auto, Motor und Sport sich dreht. Wir runden das Ganze immer noch ab, indem wir das Sportliche hinzusetzen. Es gibt immer was mit unseren sportlichen Dingen verbunden. Ist ganz klar, Tennis ist dabei, ist immer Badminton, Squash dabei. Und natürlich auch Fitness, Gymnastik, sind immer diese Aerobic-Dance-Vorführungen. Auch Albert Denk, vielen noch aus dem letzten Jahr bekannt, gab hier wieder sein Bestes und begeisterte groß und klein. Und 4.500 Besucher wurden bei diesem Ereignis gezählt. Wie war eigentlich der Veranstalter mit dem Tag auf dem Gelände des Sportparks zufrieden? Ja, klar, in erster Linie ist es natürlich so, bei so einer Großveranstaltung hat man immer Angst erstmal mit dem Wetter. Das ist ganz logisch. Man denkt immer in erster Linie, was passiert, wenn es regnet. Wir haben natürlich die Hallen, wo viel präsentiert werden kann, aber es läuft halt auch sehr viel im Außengelände ab. Und dann ist natürlich immer, wenn der Wettergott dann nicht mitspielt, dann ist es für alle nicht sehr schön. Die Veranstalter und natürlich auch die Werbepartner, die draußen vertreten sind, haben sich alle viel Mühe gegeben. Und da hängt natürlich, damit steht und fällt alles. Und wie wir heute sehen, es sind wieder sicherlich 4.000 und mehr Leute da. Es ist sehr gut angenommen, es sind viele Highlights zu sehen. Man hat schon immer ein bisschen dieses Bauchkribbeln, werden es genug Leute, die es annehmen, soll ja auch sich alles lohnen für die Partner. Es wird sehr mit sehr viel Liebe aufgebaut und dann soll es natürlich auch für alle den entsprechenden Nutzen bringen. Aber wir sehen es, es wird sehr gut angenommen.